Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hatte euch in einem vorherigen Video gezeigt, wie man den Hauk Alpha Plus Stuhl zusammenbaut. Und jetzt, wie man hier das Neugeborenen-Set einmal zusammenschraubt. Das werden wir jetzt gleich machen. Vor allem zeige ich euch, wie man es dann hier auf den Alpha Hauk auch montiert. Vorher gucken wir uns aber nochmal gemeinsam den Lieferumfang an. Wir haben bei dem Neugeborenen-Set ja zwei Möglichkeiten. Zum einen können wir das halt an einem Alpha Hauk Plus montieren oder wir benutzen es als Babywippe. Beides geht. Hier könnt ihr den Lieferumfang einmal sehen. Ich habe das alles erstmal von den Kabelbindern und dem Kunststoff befreit. Und das ist einmal der Lieferumfang. Werft natürlich trotzdem auch, wenn ihr mein Video jetzt hier als Aufbau benutzt, immer mal einen Blick in die Anleitung. Vor allem lest euch auch die Sicherheitshinweise durch. Das ist ganz wichtig. Die sollten auf jeden Fall auch beachtet werden. Mein Video ersetzt auf jeden Fall nicht die Sicherheitsanweisung hier in der Bedienungsanleitung. Deshalb auf jeden Fall trotzdem hier reinschauen. Bevor wir unser Neugeborenen-Set die Wege hier einmal montieren können, muss jetzt genau dieses Teil wieder ab. Wer das Vorgängervideo gesehen hat, hat gesehen, dass ich mich darüber geärgert oder aufgeregt habe, dass das hier so blöd montiert wird. Umso ärgerlicher ist es, dass es jetzt abgebaut wird. Ich hoffe, ihr habt es vorher gemerkt und habt jetzt nicht den Spaß, dass ihr das hier alles nochmal losschrauben müsst überall. Wahrscheinlich wird es dann wieder quackig werden und wird ineinander fallen etc. Wir probieren erstmal, ob wir jetzt einfach hier mit den oberen Schrauben zurechtkommen. Ich werde die jetzt alle einmal lösen und dann gucke ich mal, ob ich das Teil hier wieder rausmachen kann. Und dann setzen wir unsere neugeborene Schale hier einmal auf dem Hauk Alpha Stuhl ein. So, wir haben das jetzt einmal abmontiert. Gucken wir mal, ob das so reicht. Jo, das passt. Dann wollen wir es jetzt schnell wieder zusammensetzen, damit das nicht noch weiter auseinanderfällt. Erstmal stecke ich das jetzt wieder hier zusammen. So. Hier schraube ich schon mal ein bisschen nach. Dann muss natürlich auch das Brett jetzt hier wieder eingesetzt werden. So. Sieht soweit ganz gut aus. Ich werde jetzt alle Hülsen, die jetzt wieder rausgefallen sind, alle Schrauben, die abgegangen sind, wieder neu einsetzen. Ich habe wirklich nur hier bis zu der Mittelstange die Schrauben gelöst. Dann hat das geklappt. Nach wie vor halte ich das nicht für die beste Lösung, aber gut. Es ist nun mal so. Also ich schraube das jetzt zusammen und dann kommen wir zum eigentlichen Schritt, wie man den Bouncer hier an dem Hauk Alpha Plus montiert. Der Stuhl ist jetzt wieder einmal komplett zusammengeschraubt, ohne natürlich den Teil, was ich gerade rausgenommen habe hier. Das muss halt ab sein, ne? Das ist, denke ich, klar. Und jetzt kommen hier einmal Schutzteile unten am Fuß hin für den sicheren Stand. Das ist der erste Schritt in der Bedienungsanleitung. Das heißt, davon haben wir 4 Stück. Die werden wir jetzt hier einmal kleben. Manchmal ein bisschen mühsam, das abzuziehen. So, das werde ich jetzt hier für die anderen Füße noch auch machen. Da braucht ihr mir ja nicht bei zugucken. Das wird, denke ich, jeder hinkriegen. Und dann kommen wir danach zum nächsten Schritt. Die Montage ist jetzt relativ einfach. Das wird einfach nur drauf gesteckt. Und da wird auch klar, warum hier das Brett dann raus musste. Weil nämlich sonst einfach die Halter nicht weit genug drauf schieben können. Das passt sonst nicht, sonst würde das nicht einrasten. Und das ist ja wichtig, es muss richtig fest sein. Erst wenn es wirklich einmal eingerastet ist, dann ist gewährleistet, dass es richtig fest ist und auch stabil ist und natürlich auch nicht abfallen kann. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr die Sitzschale hier wieder lösen könnt. Da habt ihr hier auf der linken und auf der rechten Seite hier diese Schalter und die könnt ihr einfach hochdrücken. Und dann kann man das abziehen, wenn es manchmal ein bisschen schwieriger geht und klemmt. Dann stellt ruhig einen Fuß mit drauf und dann ist das Ganze wieder abgeschoben. Die andere Option ist ja, den Bouncer als Art Wippe zu benutzen. Und da zeige ich euch ja auch noch, wie das jetzt geht. Wie man das eben gerade am Stuhl dran schraubt, habe ich euch ja gezeigt. Ihr müsst dazu die Halter aufrichten, so wie dieser jetzt gerade schon steht. Also einmal aufschieben, bis er im Prinzip eingerastet ist, wie hier. Dann können wir das einmal umdrehen
Und dann habt ihr hier den zusätzlichen Sitzschutz, wo auch das Köpfchen dann noch zusätzlich geschützt wird. Und das zieht ihr jetzt einmal hier unten ein. So. Und dann geht es gleich weiter. Hier stecken wir jetzt die Halter einmal mit dem Gestänge zusammen. Das ist eine ganz normale Klickverbindung. Bitte einmal so weit reinstecken, bis es eingerastet ist. Es gibt eine linke und eine rechte Seite. Am Ende ist es so, dass die schöne glatte Seite nach außen zeigen muss. Dann habt ihr es richtig aufgebaut, so wie hier in meinem Fall. Und jetzt können wir noch unsere Babyschale hier einmal reinstecken. Auch hier verhält es sich ähnlich, wie wenn wir die Schale, jetzt die Sitzschale, mit dem Stuhl verbinden. Einfach einmal hier rüber ziehen, über die Halter, und bis es einmal eingerastet ist, runterdrücken. Ihr könnt das auch deutlich hören. Dann ist es fest und achtet natürlich auch immer darauf, dass die Wippe jetzt einen festen Stand hat. Ihr könnt das mit Hilfe hier dieser Füße alles einstellen, sodass dort nichts passieren kann, dass das feststeht. Und ja, achtet darauf, dass es richtig aufgebaut ist, dass alles stabil ist, dass hier wie gesagt nichts passieren kann. Das wäre jetzt dann in dem Fall die zweite Option gewesen mit der WIP-Option. Das war der Aufbau von dem Bouncer, von der WIP-Funktion, von der neugeborenen Schale in Verbindung hier mit dem Hauk Alpha Pro. Ihr habt ja die zwei Optionen gesehen, ich habe es euch gezeigt. Wichtig, das möchte ich am Ende des Videos nochmal sagen, wenn ihr euer Kind reinsetzt, hier ist nicht umsonst ein Anschnallgurt, das ist ganz wichtig, vergesst nicht den zu benutzen. Auch vor allem hier in dem Stuhl, da ist die Höhe ja noch ein bisschen eine andere, aber natürlich auch in der Wippe auf jeden Fall anschnallen. Safety first, gilt nicht nur beim Autofahren, sondern auch im Hochstuhl oder auf der Wippe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!